Hallo und herzlich willkommen zu dieser Bitwig Beats Practice Session. In dieser Folge geht es um die Kick und die 42, aber legen wir doch einfach mal los. So, ich lade hier jetzt einfach mal die E-Kick rein. Standardmäßig so, wie sie ist. Und ich habe ja am Anfang gesagt, es geht um die 42. Das ist einfach nur verkürzt für die Fall to the Floor. 42 ist ein alter IT-Witz. Geht auf Douglas Adams, der per Anhalter durch die Galaxis zurück. So, aber genug davon. Ich habe den Standard BPM 110 eingestellt. Ich habe hier das auf Loop eingestellt, damit das hier ständig wiederholt wird. Mit einem Doppelklick mache ich jetzt hier einen Clip auf. Dann klicke ich hier unten in die Piano Roll, halte die Steuerungstaste gedrückt und drehe das Mausrad so ein bisschen nach vorne, so dass sich das hier alles etwas vergrößert. Dann drücke ich die 3, damit ich den Pencil bekomme und male hier erstmal auf jeden Schlag des Taktes eine Kick rein. Und wenn ich das jetzt abspiele, klingt das wie ein 4 to the floor, ganz normal. So, das ist schön, das kann man in einem Song machen, aber das wird relativ langweilig. Vor allem kann es unter Umständen sogar störend werden, weil wenn man genau nochmal hinhört, dann klingt die Kick ziemlich lange nach. Das kann man wollen, das kann man aber auch nicht wollen und das liegt hier einfach bei der Kick an dem Decay. Das kann ich einstellen, wie ich will. So, jetzt synthesize ich hier ja eine Kickdrum. Und ich möchte jetzt ja unter Umständen eine kürzere E-Kick haben. Dann kann ich das hier direkt an die Decay einstellen. Und dann ist völlig egal, wie lange ich hier die Noten zeichne. Ob ich jetzt, ich drücke hier Komma, dann, Entschuldigung. Dann wird das hier unten auf 32stel umgestellt. Wenn ich die jetzt hier so lange mache und lass es wieder laufen, klingen die trotzdem alle gleich. Oder ich kann die auch sogar noch kürzer machen. Auf 64stel. Die klingen alle gleich. Oder ich kann die auch länger machen. Bringt alles nichts. So, aber unter Umständen möchte ich die Kickdrum ja variieren, so dass sie nicht immer den gleichen Schlag macht, sondern dass die auch unterschiedlich lang klingt. Und das kann ich ja so machen. Also ich könnte das hier automatisieren und jeden Schlag hier automatisieren. Ich kann das aber auch mit einem Modulator machen. Und zwar lade ich mir hier den Note Side Chain rein. Diesen hier. Und der gibt mir die Möglichkeit, eine ADSR-Kurve einzumalen oder zu benutzen. Und jetzt brauche ich hier nur noch meine Quelle für diese Veränderung, die ich machen will, und dann nehme ich die Kick selber. Das heißt, diesen Modulator setze ich auf die eigene Kick an. Und was ich hier mache, ich drehe jetzt Decay runter. Das bedeutet, dass von der Kick nicht mehr wirklich viel übrig bleibt. Da bleibt nur noch so ein Tick-Tack übrig. Jetzt gehe ich aber hin und sage, okay, ich moduliere jetzt mit dieser ADSR meine Kick und kann die quasi bis komplett aufmodulieren. Kann jetzt hier den Attack modulieren. Und könnte einen Decay nehmen, aber den nehme ich nicht. Ich drehe die Sustain komplett hoch und die Release mache ich nur so ein ganz klein bisschen. So, wenn ich das jetzt so umschalte, dann habe ich beides im Blick. Wenn ich das jetzt so umschalte, sehe ich, dass die Notenlänge jetzt plötzlich eine Auswirkung hat. Das heißt, wenn ich hier eine ganz lange Note mache, hier zum Beispiel eine ganz kurze und da jetzt wieder normal lange, dann klingt das wieder so. Und so kann ich jetzt sogar anfangen mit der Kick, mit der Notenlänge Variationen da reinzubringen, wenn ich das möchte. Ich kann natürlich hier auch die Kick, den Hi-Cut ein bisschen weiter aufziehen. Oh.
das vielleicht einfach mal. So, jetzt bin ich hier auf 64. Ich klicke in die Piano-Rolle rein und drücke den Punkt und gehe wieder auf 16. erstmal runter und sage, ich will jetzt einfach hier nochmal. Wie klingt das mit den 16? Ja, mit den 16 klingt das eigentlich ganz gut. So, jetzt habe ich schon mal erfolgreich das so eingestellt, dass ich mit der Notenlänge tatsächlich die Kick, Decay oder die Kicklänge sogar auch noch steuern kann. Ich hätte das vorhin auch anders machen können. Ich hätte die Kick ganz lang bouncen können und mir dann die einzelnen Schnipsel zusammenschnipseln können. Aber warum soll ich das so machen, wenn ich das Sounddesign direkt quasi an der Quelle ändern kann und mir hier durch die Notenlänge, wenn ich das jetzt so mache, wenn ich das hier so direkt machen kann und ständig neu ändern kann, ohne dass ich das jetzt direkt die ganze Zeit schnipseln muss. Habe ich Samples, kann ich das natürlich auf diese mit dem Schnitt machen und Fadings und so weiter machen, könnte auch ein Sidechain benutzen, aber da wäre es an der Sidechain vermutlich der etwas kompliziertere Weg, aber machen wir das jetzt erstmal auf diese Art. So, jetzt gibt es ja bei Fall to the Floor, haben wir ja jetzt die ganze Zeit Onbeat, das heißt auf jeden Schlag kommt hier eine Kick und ich könnte jetzt einfach variieren, dass ich die letzte Kick zum Beispiel Offbeat setze, das heißt nicht auf diesen Schlag, sondern dazwischen und dann hört sich das Ganze so an. Oder ich nehme zum Beispiel die letzten beide in den Offbeat. Und füge so Variationen hinzu. Das heißt, wenn ich einen Four-to-the-Floor-Beat habe und der Four-to-the-Floor-Beat ist jetzt wie in diesem Falle ein Takt lang, dann macht das erstmal nichts. Mache ich jetzt aber daraus zum Beispiel, dupliziere ich das jetzt mal mit Steuerung D und mache daraus mal 4 Takte. Und das Ganze. Das Ganze setze ich in den Loop und fange hier vorne an. Und dann spielt er die ganze Zeit durch. Das mag so die ersten paar Mal okay sein. Aber ich sage jetzt mal, wenn man so ein komplettes Lied 4 Minuten, 5, 6, 7, 20 Minuten so macht und da geht ein Rhythmus einfach so stupide durch, kann das gewollt sein, aber so ein bisschen Abwechslung manchmal ist ja auch schön. Dann könnte man jetzt zum Beispiel im 4. Takt, das wäre ein bisschen früh, aber ich mache es jetzt einfach mal so nur mit 4 Takten, weil es sonst ein bisschen sehr lange dauert, bis wir das alles durchgehört haben, machen wir zum Beispiel die 2 auf den Offbeat. Also 2 gehen Onbeat und 2 gehen Offbeat. Das heißt, ich habe 3 Takte lang, ne, 3 Takte lang alles Onbeat und beim 4. Takt habe ich 2 Schläge Onbeat und 2 Schläge Offbeat. Und das hört sich dann schon mal so an. Und dann merke ich, okay, hier wiederholt sich irgendwas. Da gebe ich dem Zuhörer einfach noch so ein bisschen einen Hinweis, okay, da ist jetzt was zu Ende und was Neues fängt an. Und diese On-Beat-Off-Beat-Geschichten kann ich, wie gesagt, ich gehe jetzt mir hier auf 2 Takte runter, damit das nicht so lange ist. So, und den Off-Beat könnte ich zum Beispiel nur beim letzten machen. Wenn man das so hört, dann hat man das Gefühl, jetzt müsste sich irgendwas bei dem Teil hier irgendwann mal ändern. Entweder man schiebt den wieder zurück auf den Onbeat und lässt es dann mal wieder so eine Weile laufen, bis man den dann wieder auf den, machen wir das hier mal aus, auf den Offbeat schiebt. Oder auch mal die letzten beiden auf den Offbeat. Oder man macht dann, dass man die dann hier so nochmal dazwischen reinsetzt. Dann stolpert der so ein bisschen. Könnte den auch so
Oder hier auf den Onbeat wieder. Aber hier klang der schon, glaube ich, ganz gut. Könnte noch überlegen, wenn man den hier hinpackt und da noch mal einen hinpackt. Oder nach ganz hinten. Oder man nimmt den hier hin, den zieht man so ein bisschen vor. Dann stolpert er so ein bisschen vorwärts. Das heißt, indem dass man einfach nur so die Noten so ein bisschen hin und her schiebt, an der Stelle, wo man einfach sagt, okay, jetzt ist ein Segment fertig und ein neues fängt an, und dem Zuhörer das so ein bisschen signalisieren möchte, bringt man einfach ein bisschen Veränderungen bei. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel, machen wir den mal weg, ich dupliziere den mal, habe jetzt den viermal Steuerung J, nee, muss ich alle hier, ne? Komm schon. So, Steuerung J zu Join, mache hier nochmal duplizieren, dann habe ich 8 Takte. Und jetzt könnte ich hingehen und sagen, okay, ich spiele die 8 Takte durch. Am Ende der ersten 4 Takte mache ich zum Beispiel Folgendes, ich lasse einfach den hier weg. So, und am Ende des 8. Taktes mache ich dann zum Beispiel, diese Geschichte von eben, den ziehe ich hier ein bisschen vor und da schiebe ich einen rein und das höre ich mir jetzt mal komplett an. Oder ich mache hier zum Beispiel 2 Schläge hin. Einfach ein bisschen schneller werdend. So, und diese Veränderungen sollten nicht zu häufig kommen, weil wie man vorhin schon so ein bisschen gesehen hat, wenn ich jetzt, ich verschiebe das einfach mal so ein bisschen nach hinten. Hier so, mache hier mal einen neuen Clip. Wenn ich diese Veränderungen zu häufig mache, dann nervt das relativ schnell. So, machen wir diesen hier und jetzt einfach nur diesen hier. Und Steuerung L, um das Ganze zu loopen hier, das Markierte. Da habe ich dann so einen ständigen Stolpern drin und wie beim Gehen ist Stolpern mal zwischendurch lustig, aber die ganze Zeit Stolpern ist nervig. Und eigentlich will ich dann wieder das hier haben. So zwischendurch. Und irgendwann zwischendurch will ich mal wieder so ein Stolpern, um irgendwie zu erkennen, okay, jetzt folgt was anderes. Und dann wieder so ein Durchgehender. Das ist wie so ein Break. Nur, dass es nicht wirklich ein Break ist, sondern einfach nur ein Hinweis, hier kommt jetzt nochmal was anderes. So, die Kick, und das kann man natürlich auch zwischendurch einfach mal ausprobieren, dass man vielleicht einfach mal einen Schlag weglässt, einfach zur Überraschung quasi so zum bestimmten Punkt, wo man sagt, hier möchte ich so eine gewisse Aufmerksamkeit vom Zuhörer haben. So, und jetzt kann man natürlich auch nochmal hingehen und bei dem Device der E-Kick sagen, okay, die E-Kick klingt ja schon mal ganz gut. Und wenn ich mir die angucke im Oszillator, dann machen wir das hier mal groß und mal ein bisschen schneller. Dann klingt die schon mal nicht schlecht, aber da fehlt so ein bisschen der Wumms. Und jetzt kann ich natürlich sagen, okay, wie kriege ich Wumms zusammen? Ich meine, ich habe hier einen Transienten, der schlägt bis oben hin aus. Eigentlich ist da von der Lautstärke her, wenn ich mir den Pegel hier angucke, sind wir am Limit. So, aber eigentlich will ich das Ding noch wesentlich druckvoller haben. Also kann ich mir in den FX-Chain oder direkt hinten dran, kann ich ja machen, wie ich will, könnte ich mir jetzt zum Beispiel einen Distortion reinladen und hinten dran mache ich am besten gleich noch einen Peak-Limiter,
damit mir nicht die Ohren rausfliegen. Und das Release mache ich ganz, ganz runter, sodass der nur, wenn er, wenn hier ein Sound ankommt, dass er den quasi nur abschneidet und nicht die gesamte Lautstärke so completo tutti runterdreht, weil das ist ja dann wieder kontraproduktiv. Das heißt, wenn ich den nämlich aus habe und ich sollte jetzt vielleicht hier mal von der Lautstärke runter. Und wenn ich den Release hier jetzt anhabe und ich drehe hier jetzt einfach noch ein bisschen Gain rein, dann schneidet es mir die Transienten weg. Und das will ich ja nicht. Dann klingt der eher so, ich sage, als wäre der irgendwie auf Atemnot. Ich will sowas haben, dass der so gleich von vornherein knallt, egal wie verzerrt der Ganze ist oder das Ganze ist. So. Das heißt, das Ceiling ist hier an, den mache ich hier wieder so an und standardmäßig klingt das ja so. Mal wieder auf die Standard-Lautstärke, die wir vorhin hatten. Und den Mix habe ich ja gerade runtergedreht. So, und jetzt kann ich den hier so reindrehen und kann mal versuchen, was für ein Sound mir da gefällt. Die Stereobreite nehme ich raus bei der Kick. Interessiert mich hier eh gerade nicht so. Und guck mal. Wie weit mich das hier so interessiert vom Sound her. Und den Mix kann ich wieder auf Original drehen oder ich kann den komplett reindrehen. So, und dann habe ich hier noch quasi wie so High Cut und Low Cut. Der rote ist der Low Cut. Dem kann ich richtig Bässe reingeben, wenn ich das möchte. Den müsste ich aber nachher definitiv sowieso wieder EQen. So, was hab. Achso, Moment, ich drehe hier am Q rum. Das ist nicht förderlich. Was mache ich hier denn eigentlich so? Ich könnte den jetzt hier so auf 60 Hertz stellen. Hier habe ich dann noch so eine Verstärkung von bestimmten Frequenzen, also wie so eine Resonanz. Oder ich kann die auch abschwächen. Und kann die mir hier hinpacken, wo ich will. Das Ding ist hier komplett übersteuert. Das ist aber auch Absicht. Dafür hat die jede Menge Druck. Ich könnte die jetzt natürlich auch noch mal, ups, ich könnte die jetzt natürlich auch noch mal versuchen, irgendwie zu shapen. Also, dass ich jetzt hinten dran noch mal hingehe und sage, okay, ich will diese ganze völlig übersteuerte Kickdrum jetzt noch mal so ein bisschen anpassen und könnte jetzt mit einem Transient Shaper oder mit einer zusätzlichen ADSR oder sowas, könnte ich da noch mal rangehen. Ich kann jetzt zum Beispiel mal gucken, was passiert, wenn ich den zweiten Mal kürzer. Oder ich könnte hier mit dem Decay. Arbeiten, aber das bringt jetzt auch nicht wahnsinnig viel, da lasse ich das hier auf dem Standardwert. Kann hier noch mal ein bisschen die Höhen rausnehmen, wenn ich das möchte. Oder rein. Wobei durch die Verzerrung da einiges verloren geht. Was ich zum Beispiel auch noch machen könnte, ist, dass ich den verzerrten Teil zum Beispiel auch noch mal in einen Reverb rein tue, und zwar in einen sehr kurzen. Das heißt, ich mache hier den Late Reverb raus, die Width hier auch raus, der soll nicht hinten raus noch breit werden und schalte den Mix mal ganz runter und bringe dann noch so ein bisschen hier noch die Size komplett runter, die 4 Millisekunden auf jeden Fall lassen, damit der Original-Transient ordentlich durchkommt, bevor es anfängt mit dem Hall.
könnte Diffusion zum Beispiel noch komplett ausmachen, dann ist es fast ein Delay. Wenn ich jetzt hier die Millisekunden hochschraube, dann hört man quasi das Delay. Und je weiter ich das Pre-Delay runterziehe, mal 4 Millisekunden, mit dem Diffusion mache ich das dann vom Delay mehr in den Reverb rüber. Aber nicht so viel Hall. Im Vergleich, ganz trocken. Und hier habe ich vielleicht noch weniger, vielleicht einfach nur 10% oder so. Und habe unter Umständen dann einfach eine ziemlich druckvolle Kick. Die kann ich natürlich noch layern mit allen möglichen verschiedenen anderen Sachen, was ich möchte. Aber so kann ich mir einfach relativ gut mal eine Kick zusammenbauen, die richtig ordentlich Druck hat. Wenn ich das Ganze jetzt hier zum Beispiel mal gruppiere, dann kann ich das nämlich schön ausstellen. So klingt die Processed. Und das war die Original-Kick. Das mag zu viel sein, man kann ja aber auch den Mix so ein bisschen anpassen. Der Vorteil ist, wenn ich das hier verzerre. Man könnte das auch mit einem Saturator machen, wird auch viel gemacht. Wenn ich so eine tiefe Kick habe und ich nehme jetzt zum Beispiel auch mal die hohen Frequenzen so ein bisschen raus, den Klick auch weg. Und vielleicht habe ich jetzt so eine Kick, die so im tiefen Bassbereich richtig schön Chaos verursacht. Also Chaos im guten Sinne, richtig schön Druck macht. So, jetzt habe ich aber meine Musik, die höre ich ja auf verschiedenen Lautsprechern. Und nicht jeder hat so einen Subwoofer am Start. Und deshalb ist manchmal so ein Saturate oder eine Distortion auf einer Kick gar nicht schlecht. Das muss gar nicht so extrem sein, wie ich das hier gemacht habe. Wenn ich das hier... Achso, hier habe ich den Mix runtergedreht. Genau. Das heißt, ich kann den nur so ein bisschen reinmachen. Und ich habe dann hohe Frequenzanteile dabei. Das sieht man, ja, im Reverb sieht man das jetzt nicht so dolle. Wenn ich jetzt hier nochmal ein Spektrum reintue, dann sieht man, wie weit die Kick in die hohen Frequenzen reingeht. So, wenn ich die jetzt hier einfach hier unten quasi machen lasse, das sieht man jetzt nicht so super gut. Aber man hört es vielleicht, dann ist die Kick halt einfach nicht so oben so präsent. Hier passiert nicht so viel, außer dass sie so ein bisschen Druck erzeugt. Wenn ich das weiter aufdrehe, kommt da so ein bisschen mehr an. Der Spektrum zeigt das nicht so wirklich, aber ihr hört es, das sind hohe Frequenzen, so ein Ticken mit dabei, so ein Klicken, was das hier auch nochmal so ein bisschen verstärkt. Und wenn ich jetzt natürlich den Mix hier reinpacke, dann kommen hier einfach Obertöne noch mit rein. Und diese hohen Obertöne, diese hohen Frequenzen, die hört man natürlich auch sehr gut dann auf kleinen Lautsprechern, weil die darstellen können. Auch wenn die tiefen Frequenzen unter Umständen gar nicht hören, hören die trotzdem die großen Frequenzen. Und dann trickst uns unser Ohr aus und wir hören eine tiefe Kick, die wir eigentlich gar nicht hören. Also wir bilden uns das eigentlich ein. Gerade wenn man das Lied schon mal gehört hat auf einer guten Anlage, dann hört man die Kick mit den tiefen Frequenzen auf kleinen Geräten, wo sie gar nicht dargestellt werden. Und das ist wie bei diesen Liedern, wo man einen völlig falschen Text einmal verstanden hat, der lustig ist. Und jedes Mal, wenn man das Lied hört, dann hört man quasi immer den falschen Text und gar nicht den richtigen. Das ist so ein bisschen Psychoakustik. So. Nochmal zusammenfassend kurz. Wir haben hier einen 4-to-the-floor-Rhythmus, den wir quasi ein bisschen abändern können, dadurch, dass wir diese Onbeat Schläge einfach mal durch Offbeat-Schläge wie sowas unterbrechen und so einen Stolpern in den Beat reinkriegen. Also
Also das heißt, zu unseren Standard-Forte-Reflow-Rhythmus, den wir einfach mal durchlaufen lassen, machen wir dann an so einem Break oder an einer Wiederholung oder einer Veränderung, machen wir dann einfach zwischendurch mal so eine Veränderung. Und die kann halt in vielfältiger Weise dann aussehen. Zum Beispiel. So, dann haben wir das gemacht, dass wir hier eine Note-Chain einfügen, sodass wir mit den Notenlängen, die wir hier eingeben, tatsächlich die Kick auch verändern können. Was wir natürlich auch noch machen können, das habe ich gar nicht jetzt gerade gezeigt, wenn wir hier die Velocity komplett hochschrauben und hier unten die Expressions anmachen, also die Velocity, und wir jetzt alles hier, glaube ich, wenn wir das hier alles auswählen, reinklicken, Steuerung A, Velocity ist alles auf 100%, und jetzt könnte man zum Beispiel sagen, ich halte die 3 gedrückt und packe jetzt hier Offbeat eine Note rein und ziehe die so nach unten mit der Maus. Dann kann ich gleichzeitig, während ich die Maustaste gedrückt halte, noch die Velocity ein bisschen ändern. So, dann mache ich das hier einfach mal und höre mir das mal an. Der hohe Ton kommt jetzt durch die Distortion zustande, weil der halt einfach nur diesen kurzen Anschlag hat, und dann hören wir den hohen Ton. Den hohen Ton würden wir normalerweise auch hören, wenn wir nur den ersten Teil hier von so einer Kick hören würden. Beziehungsweise dieses, dadurch, dass der Ton extrem laut ist, wird der hier nochmal zusätzlich verzerrt. Das ist eigentlich eher die richtige Erklärung, wenn ich den jetzt hier einfach mal länger mache. Dass man den Ton ordentlich hört. Das heißt, ich kann hier jetzt so ein Zusammenspiel zwischen Notenlänge, also mit der ADSR-Kurve und Distortion und der Velocity, kann ich hier zusätzliche Drum-Variationen erzeugen. Normalerweise nennt man diese Noten, die man so ganz leise irgendwo vorne dran ballert, Ghost Notes, die dann meistens so ein bisschen einen Auftakt kennzeichnen. Wenn ich das jetzt hier hin mache, noch leiser vielleicht. Dann hört man nur so ein ganz kurzes Dit. Und das einfach nur im normalen Kontext von einem Song fällt das so bewusst gar nicht so richtig auf, aber man nimmt das wahr, dass hier einfach so eine rhythmische Veränderung da ist oder eine Andersartigkeit, was so einen Rhythmus dann auch unter Umständen einfach wieder interessanter machen kann. Bei den Heads wird das sehr, sehr oft benutzt, bei den Snares wird das sehr, sehr oft benutzt, aber das ist dann wieder Thema von einem anderen Tutorial. Und wir sind jetzt auch schon wieder am Ende, das ist auch schon wieder fast eine halbe Stunde. Ich schaffe es einfach nicht runter, ich weiß auch nicht warum. So, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr Ideen dazu habt, wenn ihr noch Fragen habt, wenn ihr selber Dinge gemacht habt, die ihr anderen erzählen wollt, dann schreibt es in die Kommentare rein. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, abonniert den Kanal, drückt das Glöckchen, und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.